Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Jurassic World Evolution 2. Ja, in der letzten Folge haben wir ja die ganzen DLC-Dinos gesehen. Noch nicht alles, weil da gab es noch andere Skins. Wusste ich nicht. Dennoch, ja, sind einige Dinos hier gestorben. Oh Gott, du siehst echt... Eieiei. Ging den hier? Para, es tut mir leid, okay? Es tut mir leid. Ich hoffe, dir geht's gut. Aber ich glaube, die sind alle tot. So, ja gut, da ist schon wieder der nächste tot. Warte mal. Diese kleinen Racker sind es. Ja, und bevor es weitergeht, ab in die Werbung. Ja, Freunde, ihr kennt natürlich meinen Partner Instant Gaming. Dort könnt ihr für die PlayStation, für den PC, Xbox, den Nintendo Switch Spiele für einen sehr, sehr guten Preis bekommen. Deswegen schaut am besten einfach mal vorbei. Link dazu gibt es unten in die Videobeschreibung. Hashtag Werbung. Viele Spiele, gerade die neuesten Spiele, gibt es dort auch schon ein Angebot. Ihr seht es ja selbst. Elden Ring gibt es dort auch ein Angebot. Dann das neue DLC von Dead by Daylight mit Sadako. Deswegen, ich kann es euch nur empfehlen. Und nochmal, Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Die Seite hat auch ein neues Update bekommen. Sieht richtig nice aus. Und wer natürlich auch Skins für Fortnite sucht, gibt es auch alles dort. Also, schaut am besten einfach vorbei. Ja, dann heißt nur noch zu sagen, viel Spaß beim Schauen und natürlich viel Spaß mit dem Video. Weiter geht's. Ich hab dich, du brauchst dich gar nicht so verstecken. Ja. Alles klar. Ich wusste gar nicht, dass die jetzt hier noch drin sind, weil die meisten habe ich alle rausgepackt. Aber egal, die sehen cool aus. So, in dieser Folge schauen wir uns wieder neue Dinos an. Und der allererste wird natürlich der Amargasaurus sein. Haben wir noch nicht gesehen? Ist ja, glaube ich, das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, war das ja ein Dino, der neu, gefunden wurde. So. Oder? Ach, das hat sich ja süß angehört. War der aber nicht größer? Oh! Ey, die sehen voll süß aus. Und die sind voll klein. Na, was haben wir denn da? Ja, ein Amargasaurus. Zufolge einen Amargasaurus. Ja. Also, das hier sind sie. Ich muss sagen, die sehen wirklich gut aus. Aber ich dachte, die sehen anders aus. Irgendwie. Was ist das für eine Musik? Das kann man noch nie. Irgendwie hat das was. Gut, ja. Das hier sind sie. Also, ihr dürft euch frei bewegen. Ich weiß zwar nicht, was ihr zusammen tut, aber wir werden euch ganz kurz beobachten, okay? Also, nicht schüchtern sein. Eins kann man sagen, ich spule gerade das Schnellste, was geht, überhaupt vor. Und die sind immer noch langsam. Ja, und beide trennen sich irgendwie. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ist das der Rex? Ja, sieht so aus. Gut. Dann wollen wir uns doch ganz kurz auch nochmal die Mini angucken und dann, ja, wir werden ganz kurz mal einen Indominus Rex freilassen. Ich glaube, die hatten wir ja auch nicht gesehen. Das ist so eine Art halt Ankylosaurus, bloß halt das Gesicht von der Schildkröte. Oder hatten wir die schon gesehen? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Da muss ich jetzt wirklich selbst überlegen, aber nee. Das ist Dr. Kajal Dua. Ja. Sie kümmert sich um die Wissenschaft bei uns. Alles gut, das ist Minmi. Hat irgendwie wirklich was von, also gerade vom Gesicht her, wie was von einer Schildkröte. Jetzt wirklich. Also sehen ja schon eigentlich ganz süß aus, wa? Ja, was die zusammen machen, ich weiß ja nicht. Mit dem Schwanz können sie sich nicht schlagen. Ah, hier. Warte. Er beißt ihn in seinen Schwanz. Hey, es kommt mir wirklich vor wie eine Schildkröte. Da, guck mal hier. Und da, guck mal. Ich fasse es einfach nicht. Irgendwie voll süß. Oh. Okay, dann wollen wir jetzt ganz kurz den einzig wahren Indominus Rex. Wir hatten den ja schon mal freigeschaltet, aber er hatte nicht seine Farbe. Ach, warte mal. Ich weiß, warum er seine Farbe ja nicht hatte. Ach, der sieht so gut aus. Oh, er wird langsam grau. Seht ihr das? Oh, das hatte ich anfangs ja gar nicht gesehen. Ui. Hä? Er brüllt gar nicht. Der Indominus Rex. Indominus, ja, ja, ganz genau. Das war der Indominus Rex. Aber was ich irgendwie schade. Kollege, kannst du mal den Kleinen hier in Ruhe lassen? Der ist gerade neu hier im Park reingekommen. Boah, wie heftig er eigentlich ausschaut. Aber war der Indominus Rex nicht irgendwie mehr gräulicher, weißer? Also im Film? Also kommt mir halt so vor, weil das finde ich halt schade, dass er nicht die Farbe halt hat. Was macht er da? Manipulieren von Genen. Und
natürlich Wille nötig. Warte, er dreht sich. Das Endergebnis. Warte. Was? Hä, was war das denn? Warum hat er denn gegen Indominus Rex einen normalen Fight gestartet? Das ist ja strange. Und guck mal, ich glaube, es kann auch sein, dass er nicht seine Farbe richtig hat. Die sind ja immer noch so buggy. Eieiei. Ich glaube, das wird nie gefixt werden, wa? Oh Mann, ey. Also ich finde es jetzt nicht so ultra schlimm, aber manchmal so würde man sich schon wünschen, dass die halt nicht so rumbuggen, oder? Ja, ich denke mal schon. So seid ihr doch auch. Ah, du hast einen großen Kreis gemacht. Ach, den greifst du richtig an, aber mit den Keilen machst du einen richtigen Fight. Ui, Indominus Rex, das hättest du nicht machen sollen. Uiuiui. Du wirst gleich deinen Kollegen finden, ne? Weil Leute, ich glaube, der eine oder andere von euch kennt ihn natürlich. Warte, macht noch mal eine Jagd. Kollege, lauf! Er tötet einfach alles. Er tötet alles, was im Park drin ist. Okay, du brauchst einen Gegner. Und diesen Gegner kannst du haben. Zuallererst schauen wir uns den hier an. Einmal freilassen, bitte. Und zwar den Indoraptor. Den habe ich bisher jetzt zum allerersten Mal... Einen roten Strich? Wo ist der gelbe? Der Indoraptor. Indoraptor, ja. Ein Dinosaurier mit. Wieso heißt er Indoraptor? Und warum heißt er Indominus Rex? Versteht man die Logik? Nee, irgendwie nicht so, ne? Ah, egal. Das ist der Indoraptor. Oh, was macht der? Wie er läuft. Gefährlich. Ah, ist schon wieder so buggy, Mann. Aber kann es sein, dass er irgendwie in diesem Spiel abgenommen hat? Also ich weiß zwar nicht, ob es mir nur so vorkommt, aber... Der scheint abgenommen zu haben. Oder ich täusche mich da einfach nur. Aber er sieht halt auf jeden Fall gut aus. Er sieht wirklich gut aus. Indominus Rex gefällt mir natürlich besser, aber... Ja. Hey! Kannst du mal den kleinen Minmi in Ruhe lassen? Oh Gott, die kämpfen jetzt wirklich, oder was? Minmi, los! Er haut ihn einfach. Okay. Sieht gerade echt böse aus. Und ich glaube, er will den kleinen... Warte mal. Kämpf. Hä, hey, auch wieder Indominus Rex. Strange, ey. Okay, aber ist ja halb so wild. Ich habe hier noch einen. Damit wir den auch nochmal sehen können. Und zwar den Albin. Oha. Okay. Ich habe zwar weiß ausgewählt, aber ich dachte, es wäre weißer. Aber es sieht eigentlich ziemlich gut aus. Dennoch... Ich will den einzig wahren Indoraptor haben. Das kann doch nicht sein hier. So, modifizieren. Was können wir denn hier machen? So, Farbe. Sehe ich das richtig? Man kann seine originale Farbe nicht bekommen. Kann eventuell sein, dass das hier vielleicht das echte ist. Eieiei, wer schnappt sich denn den nächsten? Aber auch nur ein Biss, ey. Oha, wie er hochguckt. Weil er weiß, dass ein Flugzeug da ist. Stimmt, wo ist der Indominus Rex? Oha, hier ist er einfach. Oh. Oh. Yes. Wir kommen genau... Richtig? Ne, irgendwie nicht. Irgendwie interessiert es ihn gar nicht. Ui, 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 ui. Ach, nur ein Stoß. Hm. Strange, wie die sich verhalten hier. So, ich habe jetzt extra mehrere hergestellt. Wir können jetzt ganz kurz mal deren Farbe betrachten. Okay. Sieht cool aus von der Farbe. Ja. Aber noch nicht das, was ich halt gerne haben möchte. Nee, du nicht. Hauen wir den nächsten raus. Was ist mit dir? Oha. Okay. Sieht, warte, ich muss dich ganz kurz von der anderen Seite sehen, Kollege. Ja. Ja, hat... Oha, der sieht dangerous aus. Auf jeden Fall. Könnte das ein Apex sein? Wer weiß. Okay, aber ist dennoch nicht das, was ich halt wirklich noch haben möchte. Und das wäre jetzt mein letzter Versuch gewesen und... Hey. Aber es ist nicht das Richtige. Man kann kein Indoraptor gegen Indominus Rex, let's go. Oh, das will ich doch sehen hier. Man kann nicht die originale Farbe nehmen? Why? Oha, warte mal. Er springt richtig an ihn ran. Okay, das ist verdammt cool. Und gleich holen wir nochmal einen Scorpius Rex her. Und da bin ich gespannt, wie die gegeneinander kämpfen werden. Oh ja. Ja, Indominus Rex, Indoraptor.
Indoraptor, du hast einfach geblutet. Oha, habt ihr das gerade gesehen? Die haben so eine Art gespielt, oder was es war? Wie er läuft! Oh mein Gott! Warum sah das gerade so komisch aus? Oh nein! Oha! Oh, schade. Oh, das war cool. Oh, hier. Da. Ey, das ist verdammt cool. Das haben sie wirklich cool... Hi. Das haben sie wirklich cool gemacht. Muss man wirklich lassen. Ne? Aber dennoch... Ja, es ist noch nicht alles vorbei. Denn... Wir haben den Scorpius Rex. Ich weiß zwar nicht, welcher das ist. Den hatte ich noch von der letzten Folge. Ich glaube vielleicht nur wegen Thumbnail. Ja, den seine Farbe kennen war. Sieht jetzt nicht so toll aus so. Also es geht auf jeden Fall klar, ne? Aber ja, könnte natürlich alles besser sein. Ja, du hast auch coole Farbe. So, aber wir haben noch einen. Und das ist jetzt keine natürliche Farbe. Das ist eher die, die man halt durch zwei verschiedene halt zusammenmischen kann. So, also oben und dann unten. Und eigentlich habe ich das genommen und grün halt. Ah ne, gelb war das. Ja. Du bist so geil, Mann. Oh, wait. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Ein Scorpius Rex gegen einen Indoraptor. Jetzt müsst... Oh, warte mal. Wir haben schon den ersten Kampf hier. Wurde er schon angegriffen? Er sieht halt verletzt aus. Indoraptor, springen kannst du nicht so viel Schaden machen. Du musst schon richtig Gas geben, mein Freund. Und im Hintergrund sind natürlich... Indominus Rex gegen Indoraptor. Ja, okay, hier wissen wir schon, wer gewinnt. Und zwar der Scorpius Rex, weil er macht halt Giftschaden und das ist halt dementsprechend, ja. Aber er springt nur auf ihn. Kollege, du bist vergiftet. Weißt du auch Bescheid, ne? Du müsst halt beides beobachten, ne? Weil ich will jeden Kampf hier mitbekommen. Die beiden geben erstmal auf und die beiden turteln auch erstmal herum. Sehr schön. Los, zeig's ihm. Er ist gleich tot. Ein Treffer noch, Scorpius Rex. Bitte, töte ihn. Ich will die Animation sehen. Ja, das war sie. Er hat nach hinten geschmissen. In Slow Motion. Oha, wie verletzt er jetzt schon ist. Achso, das war ja vorhin auch. Schade, stimmt. Hätte der Kleine ihn eventuell doch fertig machen können? I don't know. Aber Indominus Rex. Ach, du lebst noch. Gut, dann steh mal auf. Okay, es könnte sein, dass jetzt hier einer gewinnt. Es könnte... Okay. Ey, man muss aber wirklich sagen, die Animationen sind schon wirklich gut. Außer, dass sie mal halt hin und her galoppieren oder fehlerhaft backen, aber dennoch ist schon ziemlich nice. Nur ein Schlag? Okay, er fühlt sich als Gewinner. Oh, Scorpius Rex gegen Scorpius Rex. Stimmt, das hatten wir ja auch schon. So, was macht ihr hier? Okay, der Indominus Rex nimmt immer mehr Schaden. Es kann sein, dass er wirklich gleich stirbt. Oh ja. Ah, das sah aus wie die Endanimation. So, dass einer jetzt auf den einen raufspringt, so. Aber es war doch nicht so. Dinge beide wieder getrennte Wege. Ich kenne euch doch. Ja, es war so klar. Und hier sehen wir wieder den nächsten Indoraptor, der leider einen Löffel abgibt. Tja, geht nicht anders. Also es wird so sein. Ja. Rest in peace. Uiuiuiui. Okay, das habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Okay, die beißen halt ganz normal, alles klar. So, aber bis jetzt noch nichts Spezielles, was sie gegeneinander machen werden. So sieht es jetzt aus, als ob die gleich jetzt den Kampf verlassen werden. Na, okay, Scorpius Rex gibt nicht auf. Er hat ihn einmal geschlagen, bedeutet, eventuell kann er verletzt sein. Also, beziehungsweise vergiftet sein. Indominus Rex, ey, du hast von so vielen schon Schläge bekommen. Irgendwann bist du weg. Ach, man. Du hast verloren, Kollege. Okay, also ich würde sagen, ey, der Indominus Rex bleibt... Ja, okay, ob er wirklich der Stärkste bleibt? Nee, er ist vergiftet. Mal sehen. 85, 70 und 71. Das bedeutet... Ah, er ist nicht mehr vergiftet. Okay. So, jetzt aber, come on. Yo! Yo! Oh, gut, dass ich es mitbekommen habe. Alter. Okay. Der Indominus Rex
bleibt einfach der Stärkste. Er bleibt es. Also er ist ja eh halt mein Liebling, so, von allen her. Ja. Ja. Keiner kommt ihm nach. Obwohl die anderen halt auch schon ziemlich fett sind, aber... Der Indominus Rex zeigt immer wieder, dass er halt einfach der Beste ist. So, mal schauen. Jetzt habe ich halt extra nochmal einen anderen Skin vom Indominus Rex gemacht. Man kann jetzt zwar noch nichts sehen und ich höre da gerade welche kämpfen. Ja, ich glaube, der Indominus Rex hat gewonnen. So, welcher ist das? Okay, der bräunliche mit den roten Streifen. Sieht verdammt cool aus. Sieht sogar besser aus von der Farbe her als wie der andere jetzt. Der sieht richtig crazy aus. Ui, hallo. Du bist hübsch, muss ich wirklich sagen. Du siehst echt hübsch aus. Ich weiß nicht, was haltet ihr so? Das sieht zwar cool aus, aber er sieht nochmal aus so wie der Bösewicht. Ja, irgendwie schon. Und dann hatte ich ja nochmal was ganz Spezielles gemacht, einfach so just for fun. Und das sieht halt so aus. Na, man kann es noch nicht sehen. Man sieht es immer noch nicht. Also komplett nicht. Weil die Farbe, die müsste eigentlich sehr, sehr auffallen. Wow! Veränder dich, du hast noch nicht alles, oder? Hat auch irgendwie was. Es hat was. Ja, es sieht cool aus. Mit diesen schwarzen Akzenten und dann halt diesen türkisen, wie like Bumpy. Sieht gut aus, aber ich finde, er hier hinten hat noch mehr was. Ja gut, aber dann würde ich schon mal sagen, wir haben, glaube ich, schon fast jetzt wirklich alle gesehen von Jurassic World 2, also alle Dinos. Wird Zeit, vielleicht für die nächste Folge mal so ein Battle Royale zu starten. Und egal, wer gewinnt als letztes, der hat halt gewonnen. Und dann halt, ja, kommen die Mod-Dinos dran. Aber ich würde sagen, ja, das war's wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Kommi, Like oder ein Abo da. Oh, also, bis zum nächsten Mal. Ich dachte, die kämpfen. Sorry.